In diesem Video werde ich Jinx auspacken. So, da ist sie. Jinx, ne? Kim Ashikage aus dem Ashikage Clan. Oder Ashikage Clan. Ja, das Haus, wo auch Storm Shadow her ist. Die Familie, eher gesagt. Und Storm Shadow und Snake Eyes sich angefreundet haben. Und Snake Eyes quasi Ehrenmitglied geworden ist. Obwohl Snake Eyes im Original, also in den Originalgeschichten, eigentlich Amerikaner ist. Wird er doch in diesem japanischen Haus quasi oder chinesischen, ja, ich glaube japanisch, Ninjas, ne? Japanisch wird er aufgenommen. Ashikage. Ich sage immer Ashikage, es gibt welche, die können es überhaupt nicht aussprechen. In Englisch würden viele sagen Arashikagi. Ja, wollen wir mal aufmachen, ne? Als Vergleich habe ich auch die 3¼-Zoll Figur. Das war die erste Figur und es gibt nur wenige Figuren von Jinx. Es gab mal eine Sigma-Figur, glaube ich, Sigma 6, diese Reihe. Und ein paar Sonderausgaben. Aber das ist hier ein anderes Kaliber. Ihr seht auch von der Verpackung, von der Aufmachung her, ist das jetzt eine Brücke. Die laufende Nummer 124 übrigens. Das ist eine Brücke zwischen den ersten 52 oder so, die nur mit Folie und Plastik und ein bisschen Karton außenrum eingepackt waren und den neueren, die nur mit Kartonagen eingepackt waren. Das ist jetzt eine Brücke, das hat das Beste aus beiden sozusagen, auch eine kleinere, schmalere Packung. Und man kann halt reinblicken, was man bei diesen Kartonagen nicht konnte, weil es ja kein Plastikfenster hatte. Das ist jetzt wieder hier der Vorteil. Nachteil ist, da ist wahrscheinlich keine Kartonbox mehr drin für die Aufbewahrung der ganzen Utensilien. Das war immer toll bei den anderen Figuren. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wie schön heißt's. Interessante Tätowierungen. Bandagierten Arme, also sozusagen bandagierten, gefallen mir sehr. Ein gewisser Style. Wie man bei der alten Figur sieht, war das halt damals noch alles zu, sage ich mal. Also alles verhüllt, bis auf die Hände und kurze Gesichtsebene, hätte ich beinahe gesagt. Finde ich so auch nicht schlecht. Gut, hier trägt sie schwarze Socken, da hat sie damals noch quasi in den Schlappen, war sie damals noch barfuß, sozusagen. Ich nenne sie jetzt einfach mal Schlappen. So, den Kopf muss man einfach, was ist denn das? Achso, das ist das Necklace. Das ist fest verankert. Nee, das ist ein bisschen leicht locker. Ja, kann man so ein bisschen näher schieben. Den Kopf würde ich jetzt gerne mal austauschen. Und so schauen, wie das wirkt. Die Augenpartie. Ist fast dieselbe, oder? Das ist ziemlich gut gemacht, finde ich.
gucken, ob wir es abkriegen. Um den Ninjas da hinzukriegen. Es rastet noch nicht ein. So. Cool. Wäre schön, wenn so ein paar Stulpen oder andere Arme dabei gewesen wären, dass man dann diesen klassischen Look hat, wo sie ganz verhüllt ist. Ich weiß auch nicht, was diese Schattierung hier soll. Ich meine, es ist auch eine Art Style hier. Das zieht sich auch an den Rändern. Ja, hier ein bisschen. Und das muss irgendwie so eine Art Style, noch eine Schattierung als, wie soll man sagen, als Akzent sein. Damit es vielleicht nicht so trist rot wirkt, aber ich hätte das nur rote vielleicht sogar noch ein Spür weit besser gefunden. Hier ist es nicht so richtig überein. Jetzt hat sich ein bisschen verdreht. Ja, das ist ein Kobra-Symbol. Nee, ein Drachensymbol. Normalerweise trägt sie hier, glaube ich, unter dem am linken Arm oder dem Handschuh oder unter den Bandagen. Das sind ja so eine Art wie so Bandagen oder Tapes, sagen wir mal eben. Trägt sie normalerweise auch das Ashikage-Symbol. Also normalerweise tragen sie es links. Manche tragen es auch beidseitig oder rechts. Kommt auch immer wieder von Geschichte zu Geschichte drauf an. Oder von Filmen oder zu Comic und so weiter. Ist auch interessant mit dem Lippenstift hier am Kopf. Ja. Sehr feminin. Was man natürlich unter der Maske nicht sieht. Diese schöne Waffe. Finde ich auch gut gemacht. Könnt ihr mir ja in den Kommentaren mal sagen, was ihr davon haltet. Das hier ergibt wahrscheinlich weniger Sinn. Die Augenbinde. Für manche von euch. Aber Jinx war übrigens dafür bekannt, dass sie durch den Blind Master, ich glaube Blind Master hieß er, oder hieß er, ja, ich denke schon, dass sie durch ihn auch gelernt hat, wie man im Dunkeln kämpft oder wenn man nichts sieht. Und sie ist auch oft dargestellt worden, dass sie gerade dann, wenn man nichts sieht oder wenn sie die Augen verbirgt, dass sie dann besser ist. Dass sie intuitiver ist. Dass sie besser weiß, wo sie im Raum steht und wo der Gegner ist. Deswegen ist diese Blindfold, also diese Augenbinde mit dabei. Ja. Ja. Sehr coole Figur. Das ist mir nur ein bisschen blöd, fand ich, dass es so komisch eingepackt ist und dass es so gummiartig ist, ja. Das ist ja in der letzten Zeit öfter mal so gewesen, dass die Waffen nicht mehr so hart waren bei den Classified-Figuren. Dass die noch ein bisschen mehr Stärke vertragen könnten oder so. Ja. Ja, diese Pose kann man machen. Müsste das vielleicht noch ein bisschen anders passen? Oder? Na gut, man weiß ja, was gemeint ist. Sie kann ja auch so greifen. Ja. Kommentare wie immer da lassen. Liken, abonnieren. Ihr kennt das Spiel. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Falls ihr euch immer wieder fragt, was diese kleinen Zettelchen in diesen Packungen sind übrigens, da sind nur komische Beipackzettel mit
Warnung, Kleidenteile nicht für kleine Kinder gedacht und so. Also Babys und Dreijährige, Zweijährige. Da müssten schon mindestens drei geworden sein und so weiter und so fort. Das muss da immer dabei sein, dass diese kleinen Zettel, die ihr vielleicht öfter schon auch bei mir auf den Videos gesehen habt, die ich euch nie gezeigt habe und immer quasi links liegen gelassen habe. Bis dann.